Wie viel saugt eigentlich so eine Wegwerfwindel? Ich nehme mal eine Gratisprobe eines markenhaften Wegwerfwindelherstellers in Größe 2 von 4 bis 8 Kilogramm und lege sie auf die Waage. Die Windel wiegt 21 Gramm im leeren Zustand. Sie verfügt darüber einen Nässeindikator, damit die Eltern wissen, wann die Windel gewechselt werden muss. Ich falte sie auseinander und lege sie auf eine Megablatt-Küchenrolle. Hier habe ich eine Kochsalzlösung hergestellt. Das bedeutet, dass auf einen Liter Wasser 9 Gramm Salz kommen. Wir merken uns die 21 Gramm, die die Windel wiegt, und geben jetzt nach und nach portionsweise Pipi in diese Windel, so wie ein Kind auch pullern würde. Noch ist die Windel ganz, ganz dünn. Noch ist alles an dem Bündchen trocken. Wir pullern weiter. Die Windel wird merklich schwerer und dicker. Jetzt haben wir schon knapp 300 Milliliter in der Windel. Die Bündchen halten schön Stand und fühlen sich noch trocken an. Die Küchenrolle darunter ist auch noch trocken und wie man sieht, hat sich der Streifen blau verfärbt. Wir pullern weiter. Wie man sieht, dauert das ein bisschen, bis die Flüssigkeit aufgenommen wird. Aber alles noch dicht. Und die Windel saugt. Wenn ich jetzt drücke, kommt die Nässe wieder raus. Ich schaue mal, ob der Superabsorb noch ein bisschen Kapazität hat und weiter saugt. Hm. 726 Milliliter sind von einem Liter noch übrig. Also hat es 274 Milliliter gepullert. Der Rest, der hier drin ist, den gieße ich ebenfalls noch mit rein. Das hat die Windel nicht aufgesaugt. Also saugt diese Windel in Größe 2 etwa 200 Milliliter. Sie ist sehr, sehr dick und schwer geworden. 226 Gramm wiegt sie nun. Wenn wir das Gewicht von vorne abziehen, haben wir genau 200 Milliliter Saugkraft. Die Küchenrolle ist komplett trocken geblieben. Die Polyesterschicht bzw. die Polyethylenfolie hat also dicht gehalten. Kann es an der Stoffwindel nicht auch? Wir nehmen uns eine Wollwindel und eine Überhose, die etwa von 2,5 bis 7 Kilo passt. Also etwa die Größe der Wegwerfwindel. Stecken die Einlage drunter und wiegen das Ganze einmal. Wir haben 111 Gramm und wir legen auch diese Windel auf ein Stück Küchenrolle. Jetzt nehmen wir unsere übrig gebliebenen 800 Milliliter und gießen sie nach und nach in die Windel. So wie ein Baby pullert, vorne und mittig. Hundert haben wir schon. Hinten ist die Windel noch komplett trocken. Vorne haben wir noch ein bisschen Puffer. Unsere Küchenrolle ist noch trocken. Inzwischen haben wir 150 Milliliter. Es ist alles noch trocken. Zwischenwiegen 136, sagt die Waage. Wir gießen noch ein bisschen. Die Windel wird langsam ordentlich schwer. Aber es ist alles noch dicht. Und auch das Küchenpapier ist noch trocken. Die Mullwindel ist hinten immer noch trocken. Wir gießen noch ein bisschen.
und haben jetzt etwa 250 Milliliter. Ich wiege mal zwischendurch. Okay, 185. Aber die Windel hält und sie ist sehr, sehr schwer. Einen Schluck gieße ich noch hinein. Die Beinbündchen sind noch trocken. Wir bewegen uns mal ein bisschen. Hinten haben wir immer noch trockenen Stoff. Die war gesagt 222 Gramm. Wie man sehen kann, die Flüssigkeit steht in der Überhose, nichts geht hindurch und die Mulsinne tropft nicht. Aber ich finde 222 Gramm oder Milliliter sind schon eine super Leistung. Also vergleichbar mit der guten Wegwerfwindel. Was ist denn jetzt eigentlich hier drin, damit diese so saugkräftig ist und die Nässe so gut festhält? Finden wir es raus. Ich habe hier eine Glasschüssel und eine Schere und die Wegwerfwindel aus dem Experiment. Zunächst schneide ich sie mal quer auf, damit man sehen kann, aus welchen Schichten sie besteht. Hier ist der Indikatorstreifen und wir sehen hier die Schicht mit dem Superabsorber und eine Schicht Vlies aus Zellstoff und hier oben noch so ein Vlies, was die Flüssigkeit weiterleitet. Ich drücke mal den Superabsorber aus der Windel in die Schale. Man sieht, die Windel besteht hauptsächlich aus Superabsorber und kaum aus Zellstoff. Manchmal tritt tatsächlich der Superabsorber auch aus der Windel aus und ist nachher am Kind zu finden. Wir holen mal alles raus. Beziehungsweise schneide ich die Windel nochmal quer auf. Hier sieht man den Kanal, in dem der Superabsorber drin ist. Der in der Mitte hat einen blauen Indikator drin und hier haben wir rechts und links noch zwei Kanäle. Die schneiden wir auch mal auf. Und holen alles raus. Übrigens sind superabsorbierende Polymere meistens aus Natrium, Silikat, nicht in Tampons oder Binden zugelassen, da sie im Verdacht stehen, das Toxic Shock Syndrom auszulösen. Schon ein technisches Wunderwerk, so eine Wegwerfwindel. Ich habe jetzt nur einen Teil vom Superabsorber aus der Windel geholt. Ihr seht diese kleinen Hügelchen und wie sie glänzen.